Nicht? Man fragt sich nicht mehr, wer weiß, für was das alles gut ist, nicht? Nicht? Vor allem mal kommt da der Hund aus, nicht? Und dann drehen die Schneefräsen rein. Nicht, ich meine, weißt du, und dann weißt du, ist die Hälfte drin, nicht? Ich meine, da musst du halt gar nicht entscheiden, willst du einen halben oder keinen? Na ja, dann habe ich halt ein wenig nachgedacht, nicht? Ich meine, den hat sich halt komplett reingezogen, nicht? Ich meine, das ist ein Viech, nicht? Sag ich. Ja, den hat sich halt komplett pulverisiert, also wird Konfetti ist da oben rausgekommen, nicht? Mal. Kinder sind eh ganz narrisch auf Konfetti, nicht? Mal. Schon tragisch. Ich meine, wir haben sie jetzt eh wieder ein Ding gekauft, also keinen Hund mehr, einen Flamingo haben wir sie gekauft, weißt du? Ein kleinen, weißt du, ein Flamingo, kennst du so einen Flamingo? Ha? So ein kleinen, nicht? Ah! Weißt du? So ein Trottel, weißt du, ach, mein Haxi steht der da, was der liebt zum Arsch, aber horglich. Also horglich, der frisst ja nur Krebs. Ja, was anders frisst der doch gar nicht, der Flamingo. Oh, du süß, weißt du, das geht schon ins Geld, nicht? Nicht? Aber... Wir dürfen sie persönlich momentan eh nicht beschweren. Also, letzten Monat, Gabi hat sie ein Ding, also ein Ding auf den Namen Panzer. Naja, gebraucht. Die Spinnen, was die verlangen für einen neuen Panzer. Die sind ja stocknarrisch, was die verlangen für so einen Panzer. Nicht? Aber haben wir im Internet haben wir gefunden, was die liebt beim Land, nicht? Mit Ledersitz, weißt du? Was die? Fest benannt, weißt du? Oh, du, aber die Gabi sagt das mit der Automatikschaltung, das musst du halt ein wenig gewinnen, nicht? Aber wo ein Glas ist, der Panzer ist beim Hofer. Du kriegst doch nie einen Parkplatz. Aber seit wir den Panzer haben, ist das überhaupt kein Problem mehr. Da fallen wir drüber, nicht? Ha! Was? Scheiß mir an! Ha! Nicht? Du! Das ist jetzt, weißt du, oft im Leben. Du hast keine Gaudi. Beim Sex ist beim Ding, ne? Beim. Na, wie heißt der beim. Der Luis? Das ist keine Gaudi. Du mit dem, der Luis, was der schlecht benannt. Der Luis ist wirklich, ich sag, der war wie so eine Frohnatur. Nicht? Oh, komm, eingefallen. Geht's nicht, oder irgendwas so nicht. Schlecht benannt, gell? Schlecht benannt. Oh, hab ihn getroffen und nix, der Luis, gell? Sag ich Luis. Nicht? Sag ich Luis, kommst du mal vorbei, zeig dir mal was, gell? Ein Flamingo. Gell? Ja. Weißt du, und da kommt der Luis und dann geht er so rein bei der Haustür und wie der Flamingo den Luis siegt, ja, da ist der Hit einfach auf einmal so, da muss was drin sein, den Krebs, da werden die ganz narrisch, die Flamingo. Na, wenn ich den nicht zurückgehalten hätte, den hätte ich komplett zerfledert. Vielen Dank, so. Bei uns reden die Leute so, in Oberösterreich, und so. Und der andere, wenn er zuhört, sagt immer, gäh, gäh, wirklich, So, das ist eine gute Überleitung. Und zwar folgendes Schlagwort einmal für den nächsten großartigen Künstler, der vorletzt des heutigen Abends im Comedy. Ja. Super, gut gelernt. Und zwar ein urbaner Dorftipp, so heißt nämlich sein Programm, ist am 1.6. in Münger. In Münger?
Münger halt! Ja, was tut der wie Münger? Ja? Nämlich im Schlachthof zu sehen, falls man das ganze Programm sehen will, falls man zufällig im Münger ist, was tut man sonst? Fahren wir nach Münger geschwind, ich glaube. Ja? Und zwar, er bezeichnet das Ganze hier als Galgenhumor, also das, was ich jetzt präsentiert wird, als Galgenhumor 4.0. Und davon werden wir uns jetzt kräftig überzeugen, nämlich mit einem kräftigen Applaus erstens einmal für Thomas Steirer, Ladies and Gentlemen! Thomas Steirer, nochmal einen kräftigen Applaus, mehr! Immerhin, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vor allen Dingen freue ich mich für euch. Weil wenn ich jetzt anfange, dann hab's bald hinter euch. Immerhin, eine Frau hat mal zu mir gesagt, ich würde sie ehren. Kein Wunder, ich bin am Boden. Immerhin, als Metroner David Beckham kann man die gegenwärtige Sensationsgier vieler nach einem Outing befriedigen. Sich outen. Als heterosexuell. Immerhin, es heißt ja, um beruflich erfolgreich zu sein, soll man sich ein Alleinstellungsmerkmal suchen. Bingo. Etwas ist Teil meines Lebens, das mich allein stellt. Stichwort, mit dir hat mir das komisch angeschaut. Ich habe ein Alleinstellungsmerkmal. Ein Mutterseelen-Alleinstellungsmerkmal. Immerhin, einen wird es immer geben, der mich noch einlädt. Der Bestatter. Der lädt mich ein, wenn er einst meinen Sarg in seinen Leichenwagen lädt. Nur über meine Leiche. Immerhin, selbst bei meiner Geschichte gäbe es einen positiven Ausgang. HIV-Infektion, AIDS. Positiv im übertragenen Sinne. Immerhin, selbst ich würde in diesem Leben, trotz meinem Härtefall, noch zum Zug kommen. Vor dem Selbstmord, zum Bahnsteig auf die Schienen. Da würde ich zum Zug kommen. Und dann der Zug zu mir. Das wäre endlich eine Deadline, die ich einhalten könnte. Da wäre ich endlich mal unter Zugzwang. Da würde ich endlich mal richtig liegen. Langfristig. Immerhin, gestern Nacht habe ich was erlebt. Zur Sorgen wacht seit 4 Uhr früh. Plötzlich habe ich mich ganz leicht gefühlt. Ich, zack, rauf auf den Fensterrahmen. Auf einmal habe ich einen Schritt nach vorne gemacht. Ein zu viel. Der Gehsteig ist rasend schnell auf mich zugekommen. Rasend schnell. Fast schon zu schnell. Bevor ich dann auf den Gehsteig aufgeschlagen bin, ist mir etwas eingefallen. Etwas diesbezüglich nicht Unwesentliches. Ich wohne im Erdgeschoss. Nach diesen Überlegungen bin ich aufgewacht. Oder eingeschlafen. Eins von beiden. Immerhin. Bei meinen bisherigen Auftritten, so viel waren sie noch gar nicht, wurde mir nahegelegt, beweg dich mehr auf der Bühne. Gesagt, getan. Ich mache jetzt auch hier einen Schritt nach vorne, auf euch zu. Immerhin, jetzt kommt auch ihr zum Zug. Im Internet darf jeder mitreden. Das soll auch hier heute Abend Prinzip meines Auftritts sein. Frage an euch. Was erwartet ihr euch jetzt von meinem weiteren Auftritt? Ich habe jetzt ein paar Antwortvorschläge. Erstens ein Leitfaden fürs Leben. Anhand meines roten Leitfadens mit D.
Zweitens Erhellung, spirituelle, in Form von 3 Bier. Drittens, dass noch eine Burlesque-Tänzerin auftritt. Weil mein Auftritt wurde angekündigt als Kabarett. Oder viertens, mich auf der Bühne scheint dann zu sehen. Katastrophentourismus. Abstimmung jetzt bitte per Handzeichen. Ich wiederhole nochmal die Antwortvorschläge. Erstens, ein Leitfaden fürs Leben. Zweitens, Erhellungsspirituelle in Form von 3 Bier. Drittens, dass noch eine Burlesque-Tänzerin auftritt. Oder viertens, mich auf der Bühne scheitern zu sehen. Katastrophentourismus. Okay, die Burlesque-Tänzerin, die muss leider schuldig bleiben. Der Christo hat andere Pläne und hat sie zum Verhüllen einfliegen lassen. Immerhin, ich schreibe gerade einen Lebenslauf für eine Bewerbung und da ist mir was aufgefallen. Bin auf dem Papier ganz gut aufgestellt. Hört sich wohl ganz spannend an, was ich so mache. Die Realität dahinter freilich schaut weniger rosig aus. Zitat des Fußballphilosophen Andreas Brehme. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Hier ein paar Beispiele. Immerhin, ich durfte mal bei irgendeinem Kabarettwettbewerb auftreten. Und wurde zu meiner großen Überraschung vom Publikum auf den 2. Platz gewählt. Bei 2 Teilnehmern. Ja, wir waren zu zweit auf der Bühne. Der Techniker und ich. Immerhin, ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert. Würde gerne auch weiterhin Quatsch machen. Als Komiker, deswegen bin ich jetzt hier. Ich mache das hier auf der Bühne, jetzt schon seit 2009. Allerdings mit einer Unterbrechung von 10 Jahren. Nächstes Jahr fange ich an. Na, das war jetzt nur ein Witz. Ich habe jetzt nicht 10 Jahre pausiert, sondern 5 Jahre. Ich war jetzt 5 Jahre lang nicht Stand-Up-Comedian, sondern Stand-By-Comedian. Warum? Ambivalentes Feedback seinerzeit. Von, mach nur weiter so. Es werden genug Deppen gefeatured. Warum nicht auch du? Über, der kann nichts, der ist nur intelligent. Bis, du erinnerst mich an Gerd Pold. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Nur äußerlich. Von der Dynamik her. Immerhin, Sigmund Freud wusste, der Witz ist die letzte Waffe des Wehrlosen. In meinem Fall ist diese letzte Moorwaffe wie eine abgesägte Schrotflinte, mit der ich mich selbst ziele. Immerhin, dass ich denke, damit durchzukommen, das ist ein Witz. Immerhin, ich probiere es trotzdem, war alternativlos. Zitat des Komikers Piet Glocke. Es ist wie bei der Bluesmusik. Ohne Text wissen die anderen nicht, worunter du leidest. Immerhin, jetzt kommt ihr wieder zum Zug. Frage an euch. Was würdet ihr jetzt am liebsten machen? Ich hätte jetzt ein paar Antwortvorschläge. Erstens, die Flucht vorbereiten. Zweitens, mit dem Smartphone online für ein Casting bewerben. Als Frauenrechterin in Saudi-Arabien. Drittens, einen Auftragskiller engagieren, der von der Bühne schießt. Viertens, mit dem Smartphone einen Verriss über meinen Auftritt schreiben. Vielleicht dann mit dem Titel Ausgefahrenster als Beckenbauer. Oder fünftens, den Geldbeutel bereitlegen, mich hinterher auch finanziell zu unterstützen. Ich wiederhole nochmal die Antwortvorschläge. Abstimmung jetzt bitte per Handzeichen. Erstens, die Flucht vorbereiten.
Zweitens beim Casting bewerben als Frauenrichterin in Saudi-Arabien. Drittens einen Auftragskiller engagieren, der mich von der Bühne schießt. Viertens einen Verriss über meinen Auftritt schreiben, vielleicht mit dem Titel ausgefranst als Beckenbauer. Oder fünftens einen Geldbeutel bereitlegen, mich hinterher auch finanziell zu unterstützen. Okay, vielen Dank. Höchste Ausgeglichenheit, höchsten Respekt. Danke. Immerhin, ich habe ein Praktikum bei einer Zeitung absolviert. Beim Vorstellungsgespräch hat der Redaktionsleiter gemeint, Gehalt, dann geh halt. Immerhin, ich habe eine Mietwohnung gefunden im unbezahlbaren München. Schön ist die Wohnung, schön teuer. Aber auch abgesehen von der überhöhten Miete gibt es ein Aber, weil der cholerische Nachbar in der Wohnung drunter. Der ist eine Mischung aus Klaus Kinski und Pumuckl. Klaus Kinski, weil er Choleriker ist und Pumuckl, weil er eine Kehlkopfentzündung hat und ein rechter Gnome ist. Der regt sich wahnsinnig auf, wenn man nur ganz normal auf und ab geht. Der schreit, um Ruhe zu haben. Schreien, um Ruhe zu haben. Ich finde, es passt irgendwie in die verkehrte Welt unserer Zeit. In der heutigen Ausbeuterarbeitswelt muss man teilweise krank machen, um gesund zu bleiben. Man führt Kriege, um Frieden herzustellen. Man zerstört den Regenwald, um Biersprit zu produzieren. Man vereinsamt von dem Computer, um im Internet über soziale Netzwerke Menschen kennenzulernen. Zurück zum cholerischen Nachbarn und wohnen drunter. Ich habe mir gedacht, man könnte es einfach mal das machen, was sein Verhalten annähernd rechtfertigen würde. Also zum Beispiel im Schlafzimmer im Fußboden ein Loch bohren. Und nachts, wenn er schläft, ihm auf den Kopf scheißen. Im Leben ist so vieles Kopfsache. Der ehemalige Fußballstürmer Horst Rubisch hat mir eines seiner Tore so nacherzählt. Manni Bananenflanke. Ich Kopf, Tor. Immerhin, ich habe dann nochmal einen Kabarettwettbewerb teilgenommen und wurde wieder auf den zweiten Platz gewählt. Diesmal war ich der einzige Teilnehmer. Nee, stimmt nicht ganz. Ich habe letztes Jahr in Passau das Scharfrichterball gewonnen, das große. Jetzt würde man denken, mit so einem Preis, jetzt geht's ab, jetzt hat man es geschafft. Mitnichten. Es gab lediglich zwei Rückmeldungen und eine Anfrage. Die eine Rückmeldung kam aus der Verwandtschaft. Da hat einer gemeint, dein Auftritt in Passau beim Scharfrichterball war total unlogisch. Wenn du versuchst, dem Nachbarn auf den Kopf zu scheißen, kannst du ja nicht sicher sein, dass du ihn wirklich auf den Kopf triffst. Und tatsächlich, einen Tag später wurde mir das Scharfrichterball wieder aberkannt, wegen Unlogik. Die einzige Anfrage kam von einem Veranstalter aus Ingolstadt, der wollte mich buchen für ein Ösi-Special. Der einzige Haken, ich bin kein Österreicher. Mein nächster Auftritt ist erst in 10 Jahren, weil so lange dauert meine Einbürgerung als Österreicher. Die zweite von den beiden Rückmeldungen, die kam von dem Hausmeister in der Straße, in der ich wohne. Der hat mir die ganze Straße hinweg zugeschrien, ob ich das Loch schon gebohrt habe für Nachbarn. Ich habe dann die ganze Straße hinweg zurückgeschrien, ja, ich habe das Loch gebohrt, aber ich habe ihn leider nicht auf den Kopf getroffen. Immerhin, jetzt kommt ihr wieder zum Zug. Frage an euch. Wie fandet ihr meinen Auftritt bisher? Scheiße. Kürzlich hat jemand gemeint, zu viel Bewegung. Ich hätte jetzt auch noch 5 Antwortvorschläge. Und zwar erstens, macht Spaß, schlau, komplex, klug, intelligent. Zweitens, Totalausfall, Themaverfehlung. Drittens, wann kommen die Männer mit den weißen Jacken? Selbsttherapie auf der Bühne ist immer problematisch.
Viertens, man versteht nichts. Langsamer und lauter. Oder fünftens, der ist schon ein bisschen lustig, meine Hose ist nass. Abstimmung jetzt bitte per Handzeichen. Erstens, macht Spaß, schlau, komplex, klug, intelligent. Zweitens, Totalausfall, Themaverfehlung. Drittens, wann kommen die Männer mit den weißen Jacken? Selbsttherapie auf der Bühne ist unproblematisch. Viertens, man versteht nichts. Langsamer und lauter. Oder fünftens, ja schon ein bisschen lustig, meine Hose ist nass. Okay, vielen Dank. Auch hier höchste Ausgeglichenheit, Respekte. Immerhin, ich durfte kürzlich in der Schweiz auftreten. Beim sehr gut bezahlten Auftritt. Ich konnte es erst gar nicht glauben. So viel Geld. Ich habe mir vorher gedacht, wahrscheinlich gibt es den Auftritt gar nicht. Und die Organmafia steckt dahinter. Die lockt mich in die Schweiz und weilt mich dann aus. Statt Soundcheck werde ich dort dann auf Herz und Nieren geprüft. Es war dann nicht so schlimm. Ich bin wirklich mit zwei Nieren wieder zurückgekommen. Vorher hatte ich nur eine. Immerhin, bei meinem 4-Minuten-Auftritt beim Gatsch Comedy Club in Berlin hat mich ein Veranstalter gesehen und mich prompt für einen 120-Minuten-Auftritt in seinem Theater gebucht. Wow. Auf der einen Seite freut es mich natürlich sehr, dass der Veranstalter an mich glaubt, dass ich endlich das machen kann, was ich immer schon machen wollte, bei ordentlicher Bezahlung. Auf der anderen Seite denke ich mir, worauf habe ich mich denn eingelassen? Totale Überforderung. Sich darauf einzulassen, innerhalb von wenigen Monaten von 4 Minuten Material von 120 Minuten Bühnenprogramm zu kommen. Das ist so absurd. Wir haben jetzt versucht, auf einer Maus nach Australien zu reiten. Wenn man es dann tatsächlich auf der Maus nach Australien geschafft hat, steht man in Sydney vor dem dortigen Hofbräuhaus. Und wird in Sydney vor dem dortigen Hofbräuhaus von einem umfallenden Maibaum erschlagen. Ist ja heutzutage in Mode, einen Brief an sein eigenes älteres Ich zu schreiben. Ich hätte einen Brief an mein eigenes jüngeres Ich gebraucht. Was könnte da drinstehen in so einem Brief an mein eigenes jüngeres Ich? Vielleicht zwei Sachen. Erstens, mach keinen 2-Stunden-Auftritt aus, wenn du erst bei sicheren 4 Minuten auf der Bühne bist. Zweitens, wenn du es wirklich durchziehst, gib einen falschen Termin für deinen Auftritt bekannt. Immerhin, ich war 2 Jahre lang im Gagschreiberpool der Harald-Schmidt-Show. Was ich dabei gelernt habe, zumindest das zu probieren, Miniaturen zu formulieren. Honig ist überbewertet. Zucker ist raffinierter. London ist gut für dickere Menschen. Da kann man viele Pfunde verlieren. Überraschung im Supermarkt. Thunfisch ausgebüxt. Scheinselbstständig. Als Geldfälscher. Razzia im Schlachthof. Das sind gelieferte Schweine. Am FK-Strand. Da kann der Exhibitionist einpacken. Garantiefall bei Prothesen. Für Gebiss können wir keine Haftung übernehmen. Fahnenflucht. Alkoholiker auf Entzug. Bertolt Brecht in Altersarmut. Der Groschenoper. Salman Rushdie auf dem Jakobsweg. Offener Fuß und satanische Verse. Exorzismus in der Kirche. Der Pfarrer muss dann glauben. Der Vollständigkeit halber, in der Harald-Schmidt-Show hat es keiner meiner Gäste geschafft.
Es kommt im Leben wohl darauf an, wie viel man einstecken kann. Nicht nur für Kleptomanen im Kaufhaus. Es kommt im Leben auf die richtige Einstellung an. Zugegeben, in manchen Fällen auf die medikamentöse Einstellung. Weil es heißt ja, die Chemie muss stimmen. Nichtsdestotrotz, immerhin, das ist meine Lebenseinstellung inzwischen. Es zu machen wie Kirk Douglas. Der stirbt auch einfach nicht. Bin am Ende. Vielleicht gar nicht so schlecht dran. Mit der richtigen Einstellung kann man zum Zug kommen und es überleben. Immerhin, vielen Dank.